Hier ist Benjamin Kowalski live für RTL 2 News. Wir haben einige interessante und vor allem exklusive Neuigkeiten zu den Mauerkillern. Wir sind heute Abend hierher gekommen für ein geheimes Treffen an diesem geheimen Ort und müssen deswegen sicher sein, dass niemand uns gefolgt ist. Okay, lass uns gehen. Hier unten ist es. Das sind wir. Okay, lass uns versuchen. Wayne? Was? Wayne, sind Sie da? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Benjamin Kowalski, RTL 2 News live. Ja und? Und wer bist du? Mein Name ist Jever, Kameramann. Jever? Jever wie das Bier. Ich mag Bier. Hey Scout, komm mal her. Das Fernsehen ist hier. Benjamin Kowalski, RTL 2 News live. Das ist also der geheime Ort, wo Sie sich verstecken? Ja, das ist der Fernsehen. Wir sind im Fernsehen. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Komm, komm Sie! Okay, bitte, jetzt komm. Okay, hier setzen? Ja, Sie dahin. Okay, okay. Sie sind also die Mall-Killers, das ist richtig? Ganz genau. Ja. Scout, Wayne. Ja, ich bin Scout. Okay. Ganz Scout. Und ist es wahr, dass Sie erst vor 2 Tagen 3 Sheriffs erschossen haben in Kalifornien? Ich habe auch einen umgebracht. Wayne, ja. Hat Ihnen was gemacht? Ja, Scout hat auch einen umgebracht. Okay. Jetzt sind Sie aber auf der Flucht, ja? Ja, natürlich sind wir auf der Flucht. Wir haben 3 Polizisten abgeknallt. Okay, und das ist, was Sie wollen, Wayne? Ja, ja, natürlich ist es das, was Sie wollen. Das ist Ihr Sinn des Lebens? Ja, was will man denn mehr? Das heißt, Sie wollen weiterhin wildfremde Leute auf der Straße einfach abknallen? Ja, aber wir haben auch einen guten Grund. Sie haben Gründe? Ja, wir haben Gründe. Sehr gut. Was für Gründe? Das sind unsere Zuschauer bestimmt interessiert. Was für Gründe haben Sie, um schuldlose Menschen abzuschießen? Viele. Ich sag's Ihnen, wir sind durchgeknallt. Wir sind Psychopathen. Psychopathen? Ja. Aber Psychopathen gehören hinter Schloss und Riegel. Ach, das ist es, was die normalen Leute denken. Ach, die normalen Leute, wir sind doch auch normal. Sie sind normal. Ja, Sie sind nicht normal. Natürlich sind wir normal. Sehen Sie uns an, wir haben Gefühle, wie alle anderen Menschen auch. Sie haben Gefühle. Ja. Was für Gefühle haben Sie? Liebe. Wir lieben uns. Sie wollen mir ernsthaft erzählen, dass Sie sich lieben? Sie wissen doch überhaupt nicht, was Liebe ist. Natürlich wissen wir, was Liebe ist. Nein, das wissen Sie nicht. Sie haben Ihre Familie umgebracht, Ihre Freunde. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, dass Sie ernsthaft was anderes sind als nutzlose Schmarotzer. Was für nutzlose Schmarotzer? Nix sind wir. Wir haben Liebe, wir haben Gefühle, wir sind normal. Das war doch gar nicht so gemein. Ach ja, jetzt wieder raus. Und was denkst du darüber? Ich denke nichts drüber. Ich bin nur Kameramann. Okay, weißt du was? Du bist Kameramann. Du zeigst den Zuschauern was? Ich gebe dir was, was du den Zuschauern zeigen kannst. Ja. Nein! Also, wie denkst du jetzt darüber, hä? Ich denke nichts drüber. Ach ja, nichts? Nein! Du widerst mich an! Bruce, sei realistisch. Frauen in den Unterleib zu schießen und dann darin nach versteckten Drogen wühlen, ist keine weit verbreitete Beschäftigung. Sie tut's doch nicht, Wayne. Ach ja, ich bin so scharf drauf, dich abzuknallen, dass ich's schmecken kann, Scout. Große Abend heute, Bruce. Hoffentlich hast du dir einen neuen Smoking besorgt. Wie du dich erinnerst, habe ich dein Armani nach der letzten Batman-Premiere in kleine Fetzen zerrissen. Bitte, Daddy, kommandier mich nicht rum. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Ich habe ein Fitnessvideo gedreht. Hi, wir haben Ihre Bettwäsche schmutzig gemacht. Aber bei den heutigen Waschmitteln dürfte das kein Problem sein. Halt die Klappe, Burg. Ich sehe gerade Fern. Farrah hat sich einen Jagdschein besorgt. Jetzt kannst du trinken, jetzt kannst du Drogen nehmen, jetzt kannst du dein Leben restlos in den Sand werfen. Es ist ja alles nicht deine Schuld, denn du wurdest ja seelisch missbraucht.